Herzlich willkommen zu unserem letzten Video aus dem CoProf-Projekt zur Professionalisierung in der beruflichen Weiterbildung. In den bisherigen Videos haben wir gesehen, mit welchen täglichen Herausforderungen Weiterbildnerinnen und Weiterbildner in ihrer Arbeit konfrontiert sind und in welchen Spannungsfeldern sie agieren müssen. Darüber hinaus haben wir gesehen, dass sich Professionalisierung nicht nur auf die einzelne Person fokussieren kann, sondern immer auch die Weiterbildungsorganisation und der gesellschaftliche Rahmen eine Rolle spielen. Nun sollte es im CoProf-Projekt nicht nur darum gehen, die berufliche Weiterbildungspraxis zu analysieren, sondern auch von ihr zu lernen. Das heißt, ihr innovatives Potenzial in den wissenschaftlichen Diskurs und die Praxis der beruflichen Weiterbildung zu tragen. In jeder der von uns untersuchten Einrichtungen begegnete uns eine hohe Innovationsbereitschaft und ein hohes Innovationspotenzial. Die Weiterbildungseinrichtungen müssen sich ständig mit gesellschaftlichen Veränderungen und Anforderungen aus ihrem Umfeld auseinandersetzen. Beispielsweise verändern sich Gesetze, ein Curriculum muss angepasst werden oder es besuchen nicht genügend Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Angebot. Auf solche, häufig kurzfristig entstehende, Veränderungen und Herausforderungen mit Innovationen zu reagieren, ist eine Daueraufgabe in den untersuchten Falleinrichtungen. Sie ist notwendig, um Teilnehmende zu gewinnen und zu binden und die eigene Position im gesellschaftlichen Umfeld langfristig sichern zu können. Die stellvertretende Leitung einer Einrichtung fasst die Situation treffend zusammen. Unsere öffentlichen Zuschüsse sind, sage ich mal, relativ begrenzt und wir sind quasi zur Innovation verdammt. Wir müssen immer schauen, dass wir wieder an neue Auftraggeber, an neue Fördermittel etc. kommen. Die Weiterbildner und Weiterbildnerinnen sind dazu angehalten, die Finanzierung der einzelnen Angebote zu sichern, damit sie den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden. Im CoProf-Projekt konnten wir drei Innovationsperspektiven zur Professionalisierung in Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung identifizieren. Die erste Innovationsperspektive zeigt, dass Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung eine ganz wesentliche Rolle in der Professionalisierung des Personals einnehmen. Diese Perspektive ist zu betonen, da es bei Diskussionen um Professionalisierung in der Erwachsenen- und Weiterbildung häufig zu einseitig darum geht, über welche Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen das Personal verfügen muss. Aus dem Blick gerät dabei jedoch, welche Rahmenbedingungen eigentlich notwendig sind, dass diese Personen professionell arbeiten können und welche Möglichkeiten und Grenzen ihnen in ihrem Arbeitskontext gesetzt sind. In den Falleinrichtungen konnten wir beobachten, dass Professionalisierung dann stattfinden kann, wenn Personalentwicklung und Organisationsentwicklung eng verzahnt sind. Die Weiterbildungseinrichtung ist damit die Schnittstelle zwischen dem Personal und den gesellschaftlichen Anforderungen. Die Weiterbildnerinnen und Weiterbildner identifizieren sich stark mit der Einrichtung, für die sie tätig sind. Sie vernetzen sich auf unterschiedlichste Weise für die Aufgaben in ihrem Themenfeld. So sind sie beispielsweise Mitglieder in verschiedenen Beiräten, Gremien und runden Tischen und tauschen sich dort über die aktuellen Entwicklungen aus. Die Erkenntnisse aus diesem Austausch nutzen sie dann auch für die Entwicklung in der eigenen Einrichtung. Zum Beispiel werden Strukturen und Prozesse in der Einrichtung verändert oder die Mitarbeitenden in gefragten Bereichen fortgebildet. Was natürlich auch ganz wichtig ist, dass wir einfach in den kommunalen Netzwerken verankert sind. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste einfach, sage ich jetzt mal, Netzwerkarbeit. Also mit den einzelnen Akteuren, ob jetzt Wirtschaftsfördergesellschaft, Wirtschaftsreferat, Agentur für Arbeit, Kammern und so weiter, einfach in den Gremien mit dabei zu sein. Gleichzeitig bieten viele Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung auch einen Entwicklungsraum für das Personal, in dem dieses sein Tätigkeitsfeld weiterentwickeln kann. Die Mitarbeitenden definieren selbst, welche Kompetenzen und Formen der Zusammenarbeit sie zur Weiterentwicklung brauchen. Auch interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen der Einrichtung ist dabei zentral. Die zentrale Rolle von Einrichtungen bei Innovationsprozessen wird gestärkt durch die Dachorganisationen. Diese bieten Austauschforen, gebündelte Informationsstrukturen, Interessensvertretungen, aber auch Fortbildungsangebote. Im offenen Feld der beruflichen Weiterbildung sind diese Dachorganisationen ganz wesentlich, um das Feld zu strukturieren, gesellschaftliche Entwicklungsbedarfe gemeinsam zu identifizieren, aber auch um gemeinsame Qualitätsstrukturen zu schaffen. Die zweite Innovationsperspektive zeigt sich an den Stellen, an denen die Vermittlung als Kern professionellen Handelns verstanden wird. Das Handeln in der beruflichen Weiterbildung ist durch eine Vielzahl von Anforderungen und Erwartungen geprägt. Wie wir in Video 2 gesehen haben, muss das Weiterbildungspersonal ständig zwischen diesen Anforderungen vermitteln.
Ganz konkret vermitteln Sie zum Beispiel zwischenfachlichen und erwachsenendidaktischen Anforderungen an Angebote der beruflichen Weiterbildung, zwischen Teilnehmenden an beruflichen Weiterbildungsangeboten und Auftraggebenden wie der Agentur für Arbeit, zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Anforderungen des praktischen Berufsfeldes oder zwischen Anforderungen der Weiterbildungsorganisation und den Vorstellungen der Dozierenden für das konkrete Seminar. Ein Mitarbeiter beschreibt diese Vermittlungsarbeit folgendermaßen: Die Einrichtung als Drehscheibe für Wissen. Das ist so gemeint, dass die Einrichtung die Weiterbildungsangebote hier entwickelt und dann die Leute zusammenbringt. Also Dozierende, dann Experten, Expertinnen aus der Praxis, Akteure, Akteurinnen, die jetzt was bewirken können und natürlich die Teilnehmenden. Das heißt, dass man hier eine erwachsenenpädagogische Expertise hat in der Angebotsentwicklung und in der Organisation der Angebote. Deshalb Drehscheibe für Wissen. Das Fachwissen selbst liegt bei den Dozierenden und wird sozusagen eingekauft. Eine dritte Innovationsperspektive zeigt sich an Stellen, an denen diese Vermittlungserfordernisse systematisch in die Organisationsentwicklung integriert werden. Dies kann beispielsweise in der Form erfolgen, dass Monitoring-Systeme Bedarfe zur Professionalitätsentwicklung mitdenken, zum Beispiel im Qualitätsmanagement. Oder dass Fortbildungskonzepte entwickelt werden, die die Organisationsentwicklung unterstützen. Anstatt einer Defizitorientierung, also der Perspektive, welche Kompetenzen einer Person fehlen, wird in der Organisation überlegt, in welche Richtung die Entwicklung vorangetrieben werden soll. Einzelne Mitarbeitende werden dann ganz gezielt fortgebildet, um die Organisation in bestimmten Bereichen zu unterstützen. Dazu wird jetzt demnächst eine Lehrgangsleitung kommen im Online-Bereich, weil ich dort auch bei der Falleinrichtung eine Ausbildung in dem Bereich jetzt gemacht habe, zum Online- oder Teletutor. Innovation wird aber auch umgesetzt, wenn Kommunikationsstrukturen zwischen Personal und gesellschaftlichem Kontext institutionalisiert werden. Konkret wird hier die Praxisexpertise des Personals im konkreten Arbeitskontext genutzt, um durch die Dachorganisation Weiterentwicklungserfordernisse an Politik und Gesellschaft zu kommunizieren. Der folgende Ausschnitt soll dies am Beispiel des Ausschreibungsgeschäfts der Agentur für Arbeit verdeutlichen. Da kenne ich die Zentrale, da kenne ich die Regionaldirektion und ich kenne die örtlichen Agenturen. Überall dort kenne ich auch Menschen. Insgesamt trägt es halt dazu bei, dass man eine Szene durchdringt. Und wir machen nicht mehr wie früher, dass wir sagen, hier unser Angebot, 3x14 Stunden für die Zielgruppe A. Dann sagen die, nein, Zielgruppe A, das ist gerade nichts für uns, aber trotzdem schönen Dank, tschüss. Davon haben wir uns gelöst, sondern ich mache im Grunde bedarfsorientiertes Marketing draußen. Das heißt, ich schaue, dass ich mit meinen Partnern, die Grundlage ist wirklich ein guter Kontakt, den man im Laufe der Jahre entwickelt hat, über Bedarf, über Unbequemes, über Problemlagen mich austausche und versuche, in der Folge da Antworten zu finden, wo wir mit dem, was wir tun, beitragen. Jedenfalls Lösungen zu finden für die Probleme. Um diese drei Innovationsperspektiven, erstens die wichtige Rolle der Weiterbildungsorganisation, zweitens die Vermittlung als Kern professionellen Handelns und drittens ihre Überführung in Prozesse der Organisationsentwicklung zu unterstützen, hat das CoProf-Projekt verschiedene Handlungserfordernisse identifiziert. Erstens, da die Weiterbildungseinrichtungen im Anschluss an die Hochschulausbildung eine zentrale Rolle in der Professionalisierung des Personals einnehmen, ist es wichtig, in der Förderpolitik die Stärkung von Organisationsentwicklungsprozessen mitzudenken. Weiterbildungseinrichtungen können Rahmenbedingungen für die Professionalitätsentwicklung schaffen. Sie können Reflexionskontexte für professionelles Handeln entwickeln und Unterstützungskontexte zum kollegialen Austausch. Zweitens. Öffentliche Förderungen in der beruflichen Weiterbildung sind so zu gestalten, dass sie Raum geben für professionelles Handeln. Mit ihnen müssen professionalitätsfördernde Rahmenbedingungen in Weiterbildungseinrichtungen geschaffen werden. Drittens. Damit das beschäftigte Personal in der beruflichen Weiterbildung auch erwachsenenpädagogischen Anforderungen gerecht werden kann, braucht es ein akademisch-modulares Fortbildungsangebot in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Der Großteil des Personals in der beruflichen Weiterbildung verfügt über eine fachbezogene Qualifikation. Gleichzeitig wurden an vielen Interviewstellen die pädagogischen Anforderungen deutlich. Um sich die erwachsenenpädagogischen Kompetenzen parallel zur Erwerbstätigkeit aneignen zu können,
sind modulare akademische Fortbildungen notwendig. Diese müssen auch den zeitlichen und praxisbezogenen Erfordernissen des Personals gerecht werden. Und viertens, für die Erwachsenenbildungswissenschaft hat das COPROF-Projekt die Notwendigkeit intensiver Praxisforschung identifiziert. Dazu gehört auch das Weiterentwickeln von Vermittlungspraktiken zwischen Wissenschaft und Praxis, zum Beispiel durch gemeinsame Workshops oder die gemeinsame Entwicklung von Forschungsprojekten. In den letzten 4 Videos haben wir Ihnen einen Einblick in das Forschungsprojekt COPROF und seine Ergebnisse zur Professionalisierung in der beruflichen Weiterbildung gegeben. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.